Werten guten Tag und willkommen auf dem SCP-RP-Server von IVB, nicht mehr GGC, wer es mitbekommen hat. Und zwar dachte ich mir, da ich jetzt ein bisschen im Outlast-Fieber bin, ne, ihr werdet vielleicht gesehen, ich habe ein paar Outlast-Streams gemacht und so ein Zeug. Und da kommt dieser tolle Typ hier vor, Dr. Richard Traeger, ein verrückter Doktor, wie man sich vielleicht denken kann, wenn man so das Aussehen sieht. Dieser Typ ist ein abgedrehter Wissenschaftler von hier. Ich weiß, er wurde vielleicht ein bisschen wahnsinnig. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht ist er auch durch irgendeinen Lüftungsschacht reingekrochen. Man weiß es nicht. Aber er treibt jetzt ein Unwesen in der Foundation. Was passiert? Ich bin selber gespannt. Natürlich, man sieht, ich habe begrenzt Leben. Entweder die erschießen mich oder es passieren andere Dinge. Ich bin selber gespannt. Hier sind übrigens meine zwei besten Patienten. Ursprünglich war es einer. Das ist natürlich riskant, was passiert, wenn mich jemand sieht. Ich meine, ich laufe so durch die Foundation. Das ist natürlich, ne? Also vertrauenserweckend ist was anderes, aber man kann ja auch mit den Leuten reden. Guten Tag. Oh. Traeger hat man in Outlast gesehen. Hat sich ein bisschen daraus ausgezeichnet, der hat Leute an den Rollstuhl gebunden und sonst was. Ich bin gespannt, vielleicht kriege ich den ja hier noch auf meine Seite. Dass der mich nicht gesehen hat, wundert mich ein bisschen. Dass der mich nicht gesehen hat. So, wie komme ich jetzt eigentlich wieder zurück zu meinem Raum? Das wundert mich, ja? Wunderbar. So, mal gucken, was wir mit dem machen. Mein erster Patient für heute. Setzen Sie sich ruhig, setzen Sie sich. Oder brauchen Sie ein bisschen Ansporn? So, dann fange ich mal mit der Behandlung an. Wir gucken jetzt gemeinsam dieses Programm hier. Du, mein Lieber, gehst jetzt raus, zurück in die Foundation mit den Sachen, die ich dir in die Hand gedrückt habe. Eine Flasche, eine Axt, ein paar Seile und Fesseln. Und du versuchst genauso wie ich. Schleichst durch die Gänge und versuchst, Leute zu fesseln und zu mir zu bringen. Das klingt nach einer guten Aufgabe, oder? Ich glaube an dich. Oder du stirbst. Ah. Los geht's. So, da bin ich mal gespannt, was der Typ hinbekommt. Der schleicht jetzt nämlich auch durch die Foundation. Kann natürlich sein, dass er einfach erschossen wird, weil er nur ein Zombie ist. Oder er kriegt es geschickt hin, Leute zu fesseln und zu mir zu bringen. Ha? Ich meine, er geht da schon ganz schön taktisch ran. Oh, er wurde gesehen. Verdammt. Die GOC ist eigentlich, was das angeht, sehr, sehr empfindlich. Also die ballern den jetzt einfach um, ich wette es. Hendo! Hendo, oder ich schieße! Scheiße. Er hat sogar eingefesselt. Was ist das? Oh. Ah, ich bin gespannt. Okay, oh. Hier kommen die Tactics. Oh, er wird einfach erschossen. Schade, dabei hatte er sogar einen am Haken. So, jetzt sind sie natürlich hier in Alarmbereitschaft, direkt um die Ecke. Nicht, dass sie hier reinkommen. Was mache ich dann eigentlich? Muss ich hier irgendwie verstecken? Also wenn sie reinkommen, dann, ne? Wow, das war einfach... Oh, ich wurde gesehen. Verdammt. Also, ich lege den Herren erstmal zur Seite. Und dann können wir drüber reden. Nein, ja? Nein, wer sind Sie? Also... Ich bin Angestellter. Hören Sie auf, den zu befreien. Ich habe einen Befehl. Ich habe einen Befehl von Mel. Können Sie bitte aufhören, den zu befreien? Dankeschön. Also. Ich zeige Ihnen sogar das Management, ja? Das sitzt da vorne auf dem Stuhl. Kommen Sie mit. Was zum? Unterstützung im Lager.
Warum stirbt er nicht? Der hat einfach irgendwas genommen. Er lebt noch. Er muss sterben. Ah! Er will's wissen. Der Junge will's wissen. Nein. Guten Tag, Sir. Ich würde gerne mit Ihnen reden. Okay? Sir, warten Sie, ich bin auf Ihrer Seite. Ich bin auf Ihrer Seite. Hallo? Ich möchte mich... Stehen bleiben. Stehen bleiben. Ja, okay, ich bleib stehen. Alles gut. Ach so. Nein, ich hab... So. Ja? Sie erklären mir jetzt mal kurz, jo, was Sie hier machen, warum Sie meinen Kollegen festgenommen. Also. Bitte gehen Sie mal an die Wand. Natürlich. Sie können mich ruhig weiter anschauen. Ja, natürlich. Hören Sie, ich habe einen Befehl vom... So, also erklären... Also ich erkläre es Ihnen, ja? Ja, ich bin ehemaliger Wissenschaftler dieser Foundation. Und zwar habe ich einen Befehl vom Management bekommen, diesen Herren festzunehmen. Der hat nämlich... Ich habe ein Experiment gehabt, ja, mit einem Menschenexperiment, ja, ist hier öfter. Ich meine, ich experimentiere gerne mit Menschen. Ja, und die D-Klassen, die sind langsam ausgegangen und so ein Zeug. Und dann habe ich das Personal von ihr benutzt und bliblablub, lange Geschichte... Hallo. Wir haben Befehl vom Management und dann wurde ich gestört und ich bin ehrlich, habe ein bisschen überreagiert und es kann sein, dass meine Taten missverstanden wurden, ja? Und dass ich vielleicht ein bisschen überreagiert habe, indem ich ihren Kollegen Sky, der ist einfach reingestürmt, ich habe ihn erstmal versucht festzunehmen, weil er hat einmal mit der Waffe auf mich gezielt, der hat sogar geschossen. Ja. Ja. Wissen Sie, mir wurde gerade von einer Kettensäge berichtet. Ja, tatsächlich. Die brauchte ich zum Operieren. Ich bitte Sie, diese mal auf den Boden zu legen. Ja, natürlich. Warten Sie. Warten Sie. Oh, Verzeihung. Die ist schwierig. Die ist schwer zu handhaben. Ich krieg da schon hin. Warum sind jetzt plötzlich hier vier Leute? Haben Sie noch nie einen Wissenschaftler an der Foundation gesehen? Weil wir alle alarmiert wurden, dass wir unseren beziehungsweise... Ja, wie soll ich sagen, sie haben einen von uns festgenommen, sie haben einen von uns in den Lagerraum eingesperrt. Ja, ich kann warten. Wenn sie hier den Management-Typ holen wollen oder sowas, ich kann warten. Mach ich, kein Problem. Bis gleich, passt auf den bitte auf. Sicher wieder. Hi! Wissen Sie, ich finde das nicht so nett, wenn Sie mich mit einer Kettensäge ansägen. Ja, Sie wollten mich erschießen, Sie haben auf mich geschossen und das sogar grundlos. Okay, grundlos nicht, aber Sie wissen, was ich meine. Machen Sie Ihre Arbeit weiter, komm, ich will Sie nicht mehr sehen. Ich will Sie nicht mehr sehen. Sie sind ein Heuchler. Ja. Gehen Sie mal schnell auf. Will ich erst in Handschellen? Nein, so, ich sitze hier ganz ruhig. Es hat geklappt, bis Sie gekommen sind. Jetzt gehen Sie und es wird weiterhin klappen. Was soll denn klappen? Ja, einfach ruhig sitzen bleiben. Stellen Sie vor, das kann ich seit der Grundschule. Im Kindergarten, da konnte ich nicht ruhig sitzen bleiben, bin ich ganz ehrlich, aber sonst... Uff. Was? Entschuldigen Sie. Sie werden, bevor Sie mit dem Management sprechen, in Handschellen gelegt und durchsucht. Ja, meinetwegen. Nein, aber nicht, nee, Sie kommen mir jetzt nicht. Hören Sie zu, noch bin ich nicht beim Management. Lassen Sie mich doch ruhig sitzen. Lassen Sie mich bitte ruhig sitzen. Nein, ich durchsuche Sie bitte auch. Durchsuchen. Das ist eine Frechheit. Bitte, lassen Sie mich jetzt durchsuchen. Ich will, das Management ist noch nicht hier. Ich habe ein Recht auf einen Anwalt und ich arbeite hier und es ist einfach lächerlich, wie man hier behandelt wird. Lächerlich ist das, wissen Sie das? Sie haben das Recht darauf, sich jetzt an die Wand zu stellen und die Hände zu nehmen. An die Tür! Komm, hopp! Durch, wo ist das Teil? Hilfe! Stellen bleiben, so, jetzt reicht! Niemals! Was geht's? Eine andere Waffe, die sind doch blöd! Uff. Das wird kritisch. Voll lieb. Ja,
keine Ahnung, der Typ macht einfach wieder. So, entschuldigen Sie. Bitte, können wir mal kurz miteinander reden? Ja, wir können wirklich reden. Bitte, sind Sie einer, mit dem man reden kann? So. Fantastisch. Gut, können Sie bitte Ihren Kollegen sagen, dass sie aufhören sollen? So, Moment. Ja. Wir setzen uns auf die Parkbank bitte, und reden. Wir setzen uns jetzt hin und wir reden. Da kommt dieser Verrückte wieder. Da kommt der Verrückte wieder. Da unten stehen auch... Bei mir? Hände hoch, sofort Hände hoch. Oder ich schieße. Ich bin... Säge ich mich eben hier durch. Warten Sie doch, Alter. Warum kann denn keiner hier normal reden? So, der Herr, bitte. Hallo, sofort. Ich will nur reden! Nochmal reden. Da geht es auch nicht wildes andere. Ich seh hier durch! Dabei bin ich nur friedlich unterwegs. Er darf dich fliehen! Tür! Öffnen! Hallo! Ja, tatsächlich bin ich hier elendig gestorben. Ich bin wirklich fast im Kommi, wenn man so überlegt, ne? Knopf hoch, Aufzug hoch und dann bin ich eigentlich schon draußen. Verrückt, ne? Man hat das so ein bisschen mehr mit Gespräch klären müssen, aber natürlich immer ein bisschen handgreiflich. Aber ich verübel es dir nicht. Immerhin bin ich ein halbnackter Doktor mit einer Kettensäge, der Leute fesselt und sie umbringt oder sie, naja... Ich weiß gar nicht, was habe ich mit denen eigentlich gemacht. Tot waren sie nicht. Aber das war's dann mit diesem Event. Ist ganz interessant. Wie gesagt, am Anfang, wenn man so ein Event anfängt, man weiß nie, was passiert. Wer weiß denn, was sowas endet, ne? Man sieht ja, es könnte auch komplett anders laufen. Deswegen finde ich es auch immer so spannend. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video auch dabei und wünsche euch noch einen schönen Tag.